Er hat dem Busbahnhof am Frankfurter Flughafen ein neues Design verschafft. Spraykünstler Helge Bomber-Steinmann ist in der Region kein Unbekannter. Auf einer Fläche von 360 Metern Länge durfte er jetzt Frankfurts beste Seiten zum Vorschein sprühen. 2,5 Wochen und rund 300 Sprühdosen hat es gebraucht, bis der Busbahnhof in neuen Farben erstrahlen konnte. Ich sag mal, ob das jetzt Kunst ist, darüber kann man sich streiten. Das ist auf jeden Fall ein Handwerk. Und es ist eine dekorative Gestaltung. Es ist eine dekorative Fassadengestaltung, die soll sozusagen auflockern. Da steckt kein tieferer Sinn dahinter, sage ich mal. Also es ist jetzt kein aussagetiefes Ding, sondern es ist eine platte Ästhetik, die einfach nur sagen soll, okay, Sie sind hier in Frankfurt, folgende Themen gibt es hier zu bespielen. Hier kommt Goethe her, hier gibt es das Senkenbergmuseum, den Palmgarten, den Zoo und so weiter. Es ist einfach eine regionale Bookmark, einfach auch ein Infopoint sozusagen. Insgesamt 15 Motive gibt es auf der Wand zu entdecken. Jedes einzelne ist 15 bis 20 Meter lang. Neben einem literarischen Gruß an die Reisenden dürfen hier natürlich auch die Alte Oper, die Eintracht und der Frankfurter Flughafen selbst nicht fehlen. Der Airport-Betreiber will mit der neuen Gestaltung vor allem die Aufenthaltsqualität für die Reisenden erhöhen und sieht die Wand als klares Statement. Für die Fraport AG ist das Graffiti hier am Busbahnhof mit der Vielzahl an Motiven aus der Stadt Frankfurt und diesem hohen Maß an Lokalkolorit ein ganz klares Bekenntnis hier zum Heimatstandort und macht ihn somit auch für unsere Gäste unverwechselbar. Es ist ein Wiedererkennungswert für unsere Gäste. Der Künstler selbst bezeichnet sein Werk übrigens lieber als Sprühgestaltung, weil Graffiti häufig als etwas Negatives verstanden wird. Aber egal, wie man die bunten Bildchen am Ende nennen mag, einen Zeitvertreib bei der Wartezeit auf den nächsten Bus bieten sie allemal.